Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Trainer gefunden und der hört auf den Namen Florian Kohfeldt. Als Werder-Fan und ehrlich gesagt auch großer Florian Kohfeldt-Fan freue ich mich persönlich sehr, dass er eine neue Chance bekommt und natürlich auch, dass wir in Bremen ca. 1,5 Millionen damit einsparen. Aber darum geht es hier in diesem Video nicht, sondern es geht darum, warum meiner Meinung nach Florian Kohfeldt der perfekte Trainer für den VfL ist und nicht nur in der Liga, sondern auch in der Champions League erfolgreich sein wird. Also bleibt dran. Wie immer gilt, wenn dir das Ganze gefallen sollte, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Außerdem schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du denkst, dass Kohfeldt und Wolfsburg zueinander passen und auf welchem Tabellenplatz Wolfsburg am Ende der Saison landet. Und jetzt viel Spaß. Grund 1, die Ausgangslage. Und für diesen ersten Grund kann Florian Kohfeldt selber nicht mal wirklich was, sondern es ist einfach so, dass er in Wolfsburg nicht wie viele andere Neutrainer eine komplette Trümmertruppe vorfindet, sondern ein halbwegs funktionales Gerüst. Sein Vorgänger Marc van Bommel war sicherlich kein herausragender Trainer, aber die Wölfe stehen immerhin auf Platz 9. Schielen auf Europa, sind nur 4 Punkte hinter einem direkten Champions League Platz. Apropos Champions League, da sind sie natürlich auch noch drin und haben immer noch sehr große Chancen aufs Weiterkommen. Die Defensive steht auch einigermaßen stabil. Man hat 12 Ligatore in den bisherigen 9 Ligaspielen kassiert. Das ist beispielsweise weniger als Dortmund oder Leverkusen. Und apropos Dortmund oder Leverkusen, kommen wir direkt zum zweiten Grund, warum ich denke, dass Kohfeldt in Wolfsburg Erfolg haben wird. Und zwar geht es um die Idee, Fußball zu spielen und vor allem um die Offensive. Denn egal ob der VfL Punkte holt oder nicht, eines war in Wolfsburg die letzten Jahre immer gleich. Man hat selber sehr, sehr wenige Tore erzielt. Letztes Jahr hat man sich zu einem 4. Tabellenplatz gemauert und auch die ersten Spiele dieses Jahr sahen einigermaßen solide aus. Doch die letzten 4 Spiele gingen allesamt verloren und man schoss dabei nur 2 eigene Tore. Und das, glaube ich zumindest, wird sich unter Kohfeldt ändern. Florian Kohfeldt ist bekannt dafür, dass er attraktiven, dominanten Fußball spielen lassen möchte und in Wolfsburg hat er sozusagen endlich das Spielermaterial dafür. Apropos Spielermaterial, kommen wir zu Grund 3. Und zwar ist Florian Kohfeldt ein absoluter Förderer der Jugend. In seiner Zeit bei Werder hat ihn eines ausgemacht, naja, zumindest in seinem ersten Jahr, als es noch gut lief. Er hat jungen Spielern das Vertrauen geschenkt und sie besser gemacht. Wenn wir mal auf den Wolfsburger Kader schauen, dann sehen wir, dass es doch einige Top-Talente gibt. Riedle Baku ist ja auch noch nicht so alt, Lukas Mecher, sein Bruder Felix, Maxence Lacroix. Diese Spieler könnten alle unter Kohfeldt aufblühen. Noch mehr, als sie es teilweise sowieso schon tun. Mit Kuhn Castells hat er einen extrem spielstarken Torwart, den er schon aus seiner Bremer Zeit kennt. Und mit Weghorst endlich mal einen Stürmer, der das Tor trifft. Um ganz ehrlich zu sein, der Wolfsburger Kader und Florian Kohfeldt passen meiner Meinung nach perfekt zusammen. Aber kommen wir noch zum letzten Punkt. Und der liegt in einer der größten Stärken von Florian Kohfeldt. Mentalität und Pokalwettbewerbe. Florian Kohfeldt ist ein Mentalitätsmonster. Und bei Marc van Bommel bekam man langsam aber sicher das Gefühl, dass vielleicht eher das Gegenteil der Fall war. Schauen wir uns mal Florian Kohfeldts Pokalbilanz an, dann sehen wir, dass er mit Werder Bremen im DFB-Pokal immer mindestens das Viertelfinale erreicht hat. Und by the way, zweimal komplett unverdient im Halbfinale rausgeflogen ist. Wieso soll das in der Champions League also anders sein? Florian Kohfeldt könnte mit diesem VfL Wolfsburg magische Champions League-Nächte feiern. Zusammengefasst, meine Prediction, Kohfeldt wird in der Liga mindestens Vierter und in der Champions League führt er Wolfsburg mindestens bis ins Viertelfinale, wenn nicht sogar ins Halbfinale. Und ich weiß, vieles davon ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber deswegen ist es zum Glück ja nur meine Meinung. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eure in die Kommentare schreibt und dann würde ich erstmal sagen, macht's gut, bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao.